Moin moin und herzlich willkommen zum Sonntagsbrunch heute hier aus Tampa, aus meiner Butze 3, dem Apartment halt. Nach einem kurzen Intro geht das los. Also, stay tuned. Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Vielen Dank, dass du dir dieses Video anschaust. Falls du die Zeit hast, lass mal ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich als Content Creator sehr, sehr freuen. Und jetzt starten wir einfach ins Video rein. Ja, der Sonntagspunsch. Was passiert die Woche? Gar nicht so viel, außer dass ich arbeiten war und jetzt neue Lampen habe. Ich habe mir nämlich ja so zwei kleine Lampen bestellt für den Monitor. Deswegen kann ich dann jetzt auch, wenn es nicht so hell ist, mal hier vernünftig mit der Greenscreen arbeiten. Ich weiß, da fehlt immer noch so die eine Seite. Ich bin ja der armlose Weser. Nein, Scherz beiseite. Also in der Hinsicht hat sich da schon ein bisschen was getan. Also ich habe ein bisschen neues Equipment, damit die Beleuchtung halt besser passt. Ich glaube, das sieht man auch in der Kamera jetzt hier so. In WoW, ich habe diese Woche gar kein WoW gespielt, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin da auch jetzt dadurch, dass ich jeden Abend relativ spät zu Hause gewesen bin und noch wieder gesportet habe, ist das einfach alles zu spät geworden. BDO läuft halt parallel immer nebenbei, da passiert halt auch so das, aber was so richtig, wirklich was passiert ist, ist am Wochenende. Ich bin nämlich gestern unterwegs gewesen, so auf mein Mikro da zu beißen, ne? Das hängt auch schon wieder so tief, ne? Das muss ich aber so hoch machen hier. Ich bin gestern 7 Stunden auf dem Motorrad unterwegs gewesen. Ich bin ja so schön durch Tampa mäßig im Norden hoch. Ich war in Brooksville, so nennt sich das. War wunderschön dort. Wirklich, wirklich richtig klasse. Der Weg dahin, ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefühlt wie der König der Straße, weil da war dann teilweise gar nichts. Da ging es dann hoch und runter so ein bisschen. Auch in Florida gibt es so den einen oder anderen kleinen Hügel. Das war einfach episch, ja. Hier, ich höre ja gerne so Epic Music Mixes. Im Grunde genommen Wahnsinn. Also wirklich, wirklich, wirklich der Wahnsinn überhaupt. Hat mega viel Spaß gemacht. Ich war dann auch irgendwann im Dunkeln, war ich wieder nach Hause oder war ich wieder zu Hause. Ich bin im Grunde genommen quasi in den Sonnenuntergang reingefahren, ja. Wie man sich das wirklich so vorstellt. Also ich weiß auch gar nicht, wie man das beschreiben soll. Ich bin in diesen Sonnenuntergang reingefahren, die Sonne, die ging immer weiter runter. Mega geil. Alles Mögliche gesehen. Ich habe auch einen Unfall miterlebt. Es gibt in Amerika hier so Straßen, wenn du auf die Kreuzung zufährst. Man kennt das ja, Kreuzung. Ja, da hast du Linksabbieger, Rechtsabbieger, bla blub. Aber hier ist es so, dass teilweise der Rechtsabbieger schon lange vor der Kreuzung so einen kleinen Schlenker rüber macht. Das ist wie so eine Autobahnausfahrt, ja. Oder Schnellstraßenausfahrt. Das ist hier eigentlich relativ häufig der Fall. Da war ich auf der Höhe, quasi, wenn man so eine Diagonale darüber zieht auf die Kreuzung. Und dann hat das da einmal geknallt. Da hat einer mal hier mit Handy, ne, Vorfahrt nicht beachtet, zack, auf die Kreuzung. Und dann kam da einer mit 50 Meilen pro Stunde oder so. Hat dann richtig gescheppert. Die Menschen, die in dem Auto gesessen haben, können von Glück reden, dass ein Krankenwagen direkt daneben war. Der war nämlich auch an der Kreuzung. Wie man das dann halt so macht, ne? Dann hält man erstmal an, dann guckt man erstmal, verdammt, was ist da gerade passiert. Sieht, oh, Unfall, scheiße. Ich habe mich innerlich schon so ein bisschen vorbereitet darauf, den Motorrad jetzt an die Seite stellen, schnell dahin gehen und den Leuten da helfen. Aber da stand dann schon der Krankenwagen. Also das war, das hat gescheppert. Dementsprechend Augen auf beim Abbiegen. Das geht ja überall, ne? So, außer in Thailand, Korea und so, da können die das einfach auch mit verbundenen Augen. Das sind sowieso so Kreuzungskünstler. Das war das und dann bin ich halt weiter und bin halt viel über die Straßen lang gefahren. Quer durch Florida, hab einen Kaffee noch genossen. Bilder habe ich auch ins Discord reingestellt. Also das ist die Rückseite, was im Discord an Bildern da drin ist. Das ist die Rückseite von dem Gebäude, wo ich den Kaffee geholt habe. Brooksville, wie man sich das so aus einem amerikanischen Film vorstellt, hier so Highschool-Filmmäßig oder irgendwie was. Und das ist so richtig verschlafenes kleines Nest, aber wunderschön. Also wirklich wunderschön, die Straßenführung total toll. Hat Spaß gemacht, da hinzufahren. Ja, bin auch, als ich durch St. Petersburg durch bin, Land of Lakes, das ist so eine mit ganz vielen Seen.
traumhaft. Einfach nur geil. Und dann schön auf der Harley sitzen und da durchballern, was willst du mehr, ne? Das war so mein Samstag. Ja, heute Sonntag. Heute ist noch nicht so spät bei mir. Dementsprechend werde ich jetzt nachher noch einen Montags-Dungeon aufnehmen. Den Sonntags-Punch nehme ich ja gerade auf Video. Was ich jetzt in YouTube mal ausprobieren möchte, ist, ich habe auch ein bisschen mal über nachgedacht. Ich werde das jetzt mal so machen, dass ich das eine Video, also ich werde jetzt mehrere Videos machen, ein paar Videos, einmal dieselben Videos, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Ich möchte einfach mal gerne sehen, wie sich das verhält im Dashboard. Also ich habe so ein Dashboard, da kann ich sehen, wer wie was, wo, wie guckt und so. Und ich denke mal, das ist einfach mal eine nette Sache, das auszuprobieren. Wir hatten einen Livestream. Ja, die schlafen alle in Deutschland, ne? Das ist das so. Aber ich fand es cool, dass der eine oder andere hat es ja im Nachhinein noch geguckt und da wurden auch Kommentare geschrieben. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ja. BDO, momentan ein bisschen auch in BDO unterwegs. Habe ich da so eine Potion Farm, so einen Eternal Mana Trank, den ich dann immer benutzen kann, der niemals alle wird. Sowas müsste es mit Bier geben, ne? Hast du, oder Kaffee, mit Bier und mit Kaffee. Eternal Coffee Potion und Eternal Beer Potion, das wäre mal mega geil. Ja, sportlich bin ich auch wieder unterwegs. Nächste Woche geht es mit dem Boxen weiter, dann gibt es noch mal ein bisschen auf der Ömmel. Und ich verteile dann auch ein paar. Mal gucken, es wird bestimmt ganz interessant. Ja, schauen wir einfach mal. Ja, das ist im Grunde genommen der Sonntagspunch. Ich schaue mal, was ich noch gemacht bekomme hier. Jetzt geht es aber auch steil auf den 40. Geburtstag zu. Da muss auch noch ein bisschen was vorbereitet werden. Ja, gucken wir einfach mal. Ne? Vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Horido. Danke dir, dass du mein Video angeschaut hast bis zum Ende. Falls du noch ein weiteres Video gucken möchtest, du findest eins auf dieser Seite und die ganze Playlist findest du auf der anderen Seite. Falls du es noch nicht getan hast, einfach mal einen Daumen nach oben geben oder aber den Kanal abonnieren, dann verpasst du auch keine Videos mehr von der Vesarius Gamer.